Schermbeck Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Am 9. September fand die offizielle Einweihung des neuen Galener Mühlenteich-Umfeldes statt. 3 Jahre lagen zwischen der Idee und der Fertigstellung des Mammutprojektes unter der Federführung des Heimatvereins Galen. Am Montagnachmittag, den 12. September, ereignete sich auf der A31 kurz vor dem Dreieck Bottrop eine Massenkarambolage. Dabei waren 5 Fahrzeuge kollidiert, 11 Menschen wurden verletzt. Der 11-jährige Leon van Huyt ist seit dem 10. September neuer Kinderschützenkönig des Allgemeinen Bürgerschützenvereins in Galen. Greta Jäger ist die neue Königin. Am 1. September-Wochenende trug der Tennisclub Alt-Schermbeck die Finals seiner Vereinsmeisterschaften des Jahres 2022 aus. Diese liefen nach einem für den ATC ganz ungewohnten Austragungsmodus ab. Beginnend bereits Ende Mai 2022 erstreckten sie sich über fast die gesamte Sommersaison. Besonderes Engagement von ehrenamtlich tätigen Schermbeckern wird jährlich mit der Verleihung einer Ehrenamtsmedaille nebst Urkunde und einem Preisgeld von 250 Euro gewürdigt. Bis zum 1. November können Vorschläge für die Schermbecker Ehrenamtsmedaille für das Jahr 2022 eingereicht werden. Der Schermbeck-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.